Ich zeige Ihnen heute, wie Sie einen Zitierstil in EndNote abändern können. Wann sollten Sie das brauchen? Schauen wir mal rüber in Word. Da steht ein Beispielsatz und da ist schon eine Zitation drin von EndNote eben. Und die passt vielleicht noch nicht so zu 100% für Sie. Also vielleicht stört Sie hier dieses kaufmännische Und. Oder da hinten dann das PP. Sie möchten da lieber einen S-Punkt haben vor den Seitenzahlen. Solche Dinge. Ich zeige Ihnen das heute für Klammern im Text-Zitierstile, für Fußnotenstile, für Referenznummernstile, wo es nur mit so einer eckigen Klammer und dann kommt eine 1 und eckige Klammer zu. Für diese Stilarten zeige ich es Ihnen. Es geht nicht nur um die Änderung im Text, es geht auch natürlich um das Literaturverzeichnis. Da ist wahrscheinlich sogar mehr zu tun, weil da einfach insgesamt mehr Angaben sind. Ich habe Ihnen hier einen kleinen Ablauf. Ich habe erst noch ein paar Vorabbemerkungen, damit Sie einfach wissen, was hier passiert und was nicht. Es ist jetzt erstmal komplett egal, dass ich hier an einem Windows-Rechner sitze und Sie vielleicht an einem Mac. Oder dass ich die neue Version EndNote 20 habe und Sie noch eine X9 oder X8 oder X7, das ist egal. Es ist aber auch dann so, dass wir uns nicht absolut, absolut alles von dem Editor anschauen. Wir gucken uns die relevanten Teile an. Ich habe jetzt seit 5 Jahren EndNote Zitierstile editiert und man muss nicht überall hin. Deswegen lege ich einen klaren Fokus. Falls ich dann gerade was auslasse, was Sie gerne gewusst hätten, oder wenn Sie was erstellen möchten mit EndNote, was Sie gar nicht wissen, ob das jetzt irgendwo einen Knopf dafür gibt, dann schreiben Sie einfach einen YouTube-Kommentar. Ich kriege dann eine Mail, dass es einen Kommentar gab. Da komme ich rein auf YouTube und beantworte Ihnen das. Und wenn Sie nicht öffentlich fragen wollen, dann schicken Sie mir direkt eine Mail. Hier ist die E-Mail-Adresse. Dann aber auch, es wird so sein, dass EndNote nicht absolut alles umsetzen kann, was Sie gerne hätten. Gerade wenn es so ganz spezifische deutschsprachige Besonderheiten sind. Da kann EndNote nicht unbedingt alles erstellen. Und ich werde Ihnen dann auch ganz klipp und klar sagen, dass es nicht geht. Und ich empfehle Ihnen jetzt schon, dass Sie einen Zitierstil editieren, der dann zu 95% passt. Und die restlichen 5%, das ist Ihnen dann egal, da pfeifen Sie drauf. Sie nehmen ganz am Ende Ihrer Arbeit Ihr Word-Dokument her, machen dann den Knopf hier, Convert to Plain Text. Und damit schmeißen Sie EndNote raus. Sie erhalten eine Kopie von Ihrem Word-Dokument. Und da können Sie dann noch von Hand die letzten Reste anpassen. Und dann sind Sie einfach frei. Sie sparen sich extrem viel Zeit und Mühe und Blutdrucktabletten, wenn Sie sagen, es muss nur zu 95% passen, den Rest mache ich per Hand. So, das sind mal die Vorabbemerkungen. Dann die eigentliche Struktur von unserem Video jetzt hier wird sein, wir schauen uns jetzt ein paar Zitierstil-Basisversionen an, die Sie hernehmen können, wenn Sie noch gar keinen Zitierstil haben. Also, Sie wollen einen Fußnotenstil, aber Sie haben gar keine Ahnung, wie einer da jetzt heißen würde. Dann schauen wir uns an die Live-Demo, eben wo der Editor an sich ist. Wir haben da vier bestimmte Sonderzeichen, die überall wieder in dem Editor kommen. Die müssen wir kennenlernen. Dann editieren wir das Literaturverzeichnis. Das ist der größte Block und der ist bei allen Zitierstilen gleich. Und erst danach machen wir jetzt noch die Unterscheidung mit den verschiedenen Arten von Zitierstilen. Also wo stellen wir jetzt um, dass es ein Fußnotenstil sein muss? Wo stellen wir ein, dass es ein Zitierstil sein muss mit so Referenznummern? Wie sieht es da aus? Und zum Schluss schauen wir uns noch alle weiteren Schaltflächen an, die Sie so im Editor brauchen können und die eben einfach häufig vorkommen, die relevant sind. Nicht absolut alles, die relevanten. Gut. Steigen wir direkt noch ein mit den Zitierstilen, die Sie jetzt als Basis nehmen können. Also Sie wollen was editieren, aber Sie haben noch gar keinen Zitierstil. Dann ist es so, wenn Sie Klammern im Text haben, gemäß Harvard, also Sie haben einen Autor und ein Jahr und eine Seite, die Sie da hätten, dann nehmen Sie am leichtesten bei den englischsprachigen Stilen die APA 7th Edition oder 6th Edition oder die Edition ist eigentlich egal. Das ist der prototypische Zitierstil für Klammern im Text in englischer Sprache. Englisch, so wie alles in EndNote immer Englisch sein wird. Ich habe Ihnen gleich nachher noch nach dieser Tabelle hier einen Tipp, wo Sie deutschsprachige Stile herkriegen können. Wenn Sie statt Klammern im Text kurze, knackige Fußnoten haben wollen, wo jede Fußnote gleich aussieht, also Autor und Jahr und Seiten, dann würde ich Ihnen immer noch empfehlen, dass Sie die APA 7th Edition oder 6th Edition hernehmen, weil es ist nur ein, zwei Klicks, wo Sie dann so einen Zitierstil zu der die kurze, knackige Zitation in der Klammer gemacht hat, umstellen zu einem, der die kurze, knackige Zitation in der Fußnote bringt. Also da ist sehr wenig Unterschied.
Großer Unterschied kommt dann, wenn Sie Fußnoten haben, die an sich wirklich komplexe Syntax haben. Also das ist nicht immer das Gleiche. Die Fußnote sieht immer anders aus. Sie hätten zum Beispiel jetzt bei der ersten Fußnote eine sehr lange Fußnote und bei späteren Fußnoten ist sie dann eher kurz. Wenn Sie eine Quelle haben, die direkt unter einer Fußnote kommt, wo die gleiche Quelle schon war, dann möchten Sie sowas wie ein EBITDA oder ein EBIT. All diese Dinge sind komplexere Fußnotenvorgänge und dann nehmen Sie dann nicht mehr die APA 7th Edition, dann nehmen Sie Turabian als Basis. Turabian ist ein komplexer Fußnotenstil und da können Sie dann mal sehen, was Fußnoten alles können. Wenn Sie jetzt weder Klammer im Text wollen noch Fußnoten, sondern Sie sagen, Mensch, ich will eigentlich nur so eine Referenznummer im Text, also eine eckige Klammer mit einer 1 oder eine runde Klammer oder auch eine hochgestellte 1, die dann direkt ins Literaturverzeichnis verweist. Dann nehmen Sie Vancouver. Vancouver ist ein prototypischer Referenznummernstil. Und wenn Sie sich den anschauen, wie der programmiert ist, was wir nachher auch machen, dann wissen Sie, wo Sie jetzt da die Schaltflächen bedienen können, um den zu editieren. Gut, das jetzt hier als englischsprachige Basis, Zitierstile, die Sie hernehmen können als Futter für Ihren Editiervorgang. Was ist mit deutschen Stilen? Es gibt in EndNote eben keine nativen deutschsprachigen Stile, aber Sie können welche runterladen. Und da empfehle ich Ihnen jetzt einfach die Zitierstilseite meiner Hochschule. Das ist Zitierstile an der HNU, der Hochschule Neu-Ulm. Und da können Sie hier bei Downloads Sachen für EndNote runterladen. Und das sind eigentlich fast alles deutschsprachige Stile, steht auch immer dabei. Hier am Anfang die Anleitung, wie man die runterlädt. Und dann drunter einzeln sehen Sie hier zum Beispiel eine deutschsprachige Übersetzung der APA. Dann brauchen Sie es nicht mehr selber übersetzen. Oder weiter unten eine deutschsprachige Übersetzung von Turabian können Sie dann auch schon mal benutzen. Oder auch so Sachen, was eigentlich nur im Deutschen üblich ist, der Tyson-Zitierstil, der eigentlich im deutschsprachigen Raum sehr weit verbreitet ist, aber im Englischen halt gar nicht. Da haben Sie eben gar kein Pendant im Englischen bei EndNote. Können Sie hier auch runterladen. Also schauen Sie da einfach mal rein. Da könnte was für Sie dabei sein. Jetzt würde ich dann aber tatsächlich in die Live-Demo springen von dem Zitierstil-Editor. Wir gucken uns jetzt als erstes an, wo der Editor ist und dann die Sonderzeichen und das Literaturverzeichnis. Das wird jetzt der längste Teil vom Editor sein. Danach gehen wir noch auf die einzelnen Zitierstilarten ein, wie man die editiert. Wir wechseln jetzt mal rüber in EndNote selber. So, da ist es. Und wir suchen jetzt den Zitierstil-Editor. Der ist bei EndNote 20 bei Tools, Output Styles und dann kann man hier bei Edit die Zitierstile editieren, die man zuletzt ausgewählt hatte. Wenn Sie jetzt nicht bei EndNote 20 sind, sondern bei EndNote X9, X8, X7 und so weiter, dann ist es nicht bei Tools, Output Styles, sondern da ist es bei Edit, Output Styles. Aber unterhalb von Edit ist alles genau gleich, von daher, die haben es einfach nur die Schublade verschoben, das ist alles. Jetzt hier bei Tools Output Styles sehen Sie, dass mir der HNU Basic Fußnoten angeboten wird und die APA 6th Edition, weil das sind die Stile, die ich zuletzt angewählt habe. Ich habe hier noch ein paar weitere Stile, aber ich kann die jetzt gerade gar nicht editieren. Sagen wir, ich wollte Turabian editieren. Kann ich hier gar nicht. Dann muss ich den erst anklicken. So. Und dann gehe ich nochmal da rein bei Tools Output Styles und jetzt bietet es mir Turabian zum Editieren an. Was ist, wenn jetzt hier gar nicht der Zitierstil drin ist, den ich gerade eben genannt habe für Sie, wenn Sie dann eine kürzere Liste haben? Dann gehen Sie in den Open Style Manager. Also Sie öffnen den Style Manager. Der Knopf heißt Open Style Manager. Und da sehen Sie dann die, ja, so 500 Zitierstile, die EndNote standardmäßig hat. Alle, die einen Haken hier haben, werden Ihnen in der Ansicht von gerade eben angezeigt. Also Sie wollten jetzt hier, was weiß ich, Social Networks gern angezeigt haben. Setzen Sie einen Haken, schließen das und dann haben Sie jetzt hier bei Tools Output Styles auf einmal Social Networks mit drin. Okay, also so kriegen Sie die Stile her. Und auch die Zitierstile, die Sie runterladen können, zum Beispiel von der HNU-Internetseite, wo ich gerade war, die würden Ihnen auch hier angezeigt werden. Oder wenn Sie hier nicht sind, dann sind Sie eben noch im Style Manager und Sie müssen den Haken noch setzen. Wir werden jetzt den Zitierstil-Editor öffnen und ich mache es mal anhand der APA 6th Edition, weil man da schon relativ viel sehen kann. Ich klicke das mal an und es öffnet sich jetzt der Editor. Ich packe mir den mal gerade eben hier so
links dran und ziehe den mal gerade so breit, dass mein Video nichts verdeckt. Jawohl, sieht gut aus. So. Und jetzt nur kurz zur Erklärung, wo wir hier sind. Der Zitierstil-Editor besteht aus dieser vertikalen Navigation, die geht bis hier runter eben. Vieles hier ist immer wieder doppelt und dreifach, je nachdem, ob man halt gerade mit Zitationen, mit Klammern im Text arbeitet oder ob man dann eben mit Fußnoten arbeitet oder ob man gerade das Literaturverzeichnis editiert. Alle drei Dinge hier haben Author Lists, Author Names. Das sehen Sie hier, das ist immer das Gleiche. Vieles hier deckt sich. Also keine Panik, so viel ist es dann doch nicht. Und jetzt nochmal in unserem Word-Dokument vom Ablauf her. Wir schauen uns jetzt die vier Sonderzeichen an, weil die halt global überall wichtig sind. Die brauchen wir immer, immer wieder. Und dann schauen wir uns das Literaturverzeichnis zuerst an, weil jeder Zitierstil ein Literaturverzeichnis hat. Da ist alles noch gleich. Und erst danach schauen wir uns an, wie die einzelnen Zitierstile zustande kommen. Also wo unterscheidet sich jetzt ein Fußnotenstil von einem Klammer-im-Text-Stil, von einem Referenznummernstil? Und danach noch alle übrigen Schaltflächen, die interessant wären. Gut. Das heißt, wir bewegen uns hier in dieser Zitierstil-Editiergeschichte direkt zu Bibliography, das ist das Literaturverzeichnis, und darin direkt zu Templates. Templates sind die Vorlagen, die Schablonen, die sagen, wie Ihr Literaturverzeichnis aussieht. Und hier haben Sie jetzt bei der APA erstmal einen riesen langen Haufen an möglichen Dokumentarten. Da steht jetzt hier zum Beispiel dran, wie ein Book auszusehen hat oder dann eben wie relativ weit unten dann eine Webpage auszusehen hat. Das ist hier alles drin. Hier drin ist meiner Meinung nach zu vieles an Vorgaben. Ich habe Ihnen in meinem EndNote-Tutorial, in meinem Schnellkurs EndNote, also zitieren mit einem Klick, EndNote, mal gesagt, dass Sie eigentlich nur vier Medienarten brauchen. Das war Book, Book-Section, Journal-Article und Webpage. Ich bin immer noch dieser Meinung und ich verlinke noch mal in der Videobeschreibung hier unterhalb vom Video, wenn Sie auf mehr Anzeigen klicken, mein kleines Handout, was diese vier wichtigen Medienarten typischerweise für Felder haben und wann Sie welchen nehmen sollten. Dann können Sie sich an dem orientieren. Hier, das ist einfach sehr, sehr viel. Wir lernen jetzt erstmal diese vier wichtigen Sonderzeichen kennen, die Sie beim Editieren vom Literaturverzeichnis brauchen und schauen uns dann noch mal an, was wir hier drumherum haben. Wir machen es anhand vom Book, hätte ich gesagt, weil das kennen Sie dann noch am ehesten. Wir schauen uns mal gerade eben hier jetzt die Book-Vorlage an. Erstmal, was sind jetzt hier Sonderzeichen und was nicht? Naja, wir haben jetzt hier ein paar Sachen, die Sie ganz gut lesen können. Da steht Autor, also da steht Author, da steht Year, da steht Title. Da können Sie begreifen, was es hier sein soll. Also da wird wahrscheinlich dann später der Autor ausgespuckt. Hier wird das Jahr ausgespuckt in Klammern. Soweit, so gut. Hier wird der Titel ausgespuckt in Kursivschrift. Das versteht man alles noch. Aber dann gibt es auch so Sachen, die man hier nicht so ganz klar versteht. Also warum ist jetzt hier gerade eben so ein Gradzeichen da? Warum steht hier so eine spitze Klammer? Was soll das? Warum haben wir hier so eine vertikale Trennlinie drin? Was ist das? Diese drei Sachen sind jetzt schon drei von den vier Sonderzeichen, die ich Ihnen erklären möchte. Fangen wir vielleicht gerade bei dieser Trennlinie hier hinten an. Die Trennlinie trennt gerade eben das Feld Publisher von dem Punkt hier auf der anderen Seite. Warum? Die Trennlinie, erstmal, wo finden wir die? Wie erhalten wir die? Wie heißt die? Die kriegen wir, indem wir hier drüben bei Insert Field auf Forced Separation klicken. Ich klicke mal drauf. So, jetzt habe ich hier eine zweite. Ich kann die sonst, wenn ich mir den Shortcut auf der Tastatur auch merke, mit Alt groß und dann bei der spitzen Klammer, kann ich die auch selber erzeugen. So, was macht die? Diese Forced Separation macht, dass das Element links davon logisch getrennt wird von dem Element rechts davon, in dem Fall von dem Punkt. Warum wollen wir das? Naja, tun wir mal so, als wäre die jetzt mal nicht da. Dann steht der Publisher direkt bei dem Punkt. Und alles, was direkt an einem Feld dran hängt, alles, was rangeklatscht ist, ist logisch mit diesem Feld verbunden und hängt von diesem Feld ab. Heißt, in dem Fall, wie es jetzt hier gerade eben dran steht, wenn der Publisher leer bleibt, wenn Sie keinen Publisher befüllen,
Dann fällt ihnen im Literaturverzeichnis der Publisher weg und der Punkt am Ende. Und das wollen sie eigentlich nicht. Sie wollen, dass der Punkt immer kommt, unabhängig davon, ob das Feld davor befüllt ist oder nicht. Deswegen gibt es eben diese Forced Separation. Die fügt man immer dann ein, wenn man sagt, ich will eigentlich nicht, dass das Ding hier rechts davon abhängt von dem links davon und andersherum. Ich will, dass die beiden logisch voneinander getrennt sind. Das Gegenteil davon haben wir bei hier diesem Feld. Da haben wir dieses Gradzeichen und das verbindet das Feld Addition mit diesem ED. Was heißt das? Wenn das hier nicht stünde, dann würde hier ein normales Leerzeichen stehen. Das hier, das ist ein normales Leerzeichen. Also dieser bisschen höher gestellte Punkt, das stellt ein Leerzeichen dar. Das habe ich gerade mit der normalen Leertaste erzeugt. Das ist ein Leerzeichen. Wenn wir es so schreiben, dann klebt ja dieses ED nicht mehr an dem Feld Edition dran. Edition ist eben die Auflage und die wird hier ausgespuckt. Also dieses Edition, das da gerade markiert ist, das sagt, bitte spuck hier den Inhalt von dem Feld Edition aus. Da steht dann normalerweise eine 2 oder eine 3 oder eine dritte überarbeitete und so weiter. Oder im Englischen eine Second oder Second Revised. Und dann macht der Zitierstil hinten immer noch dieses ED dran. Okay. Aber dieses ED soll ja nur dann auftauchen, wenn die Edition befüllt ist. Und das passiert hier eben gerade eben noch nicht, weil wir haben dann Leerzeichen dazwischen und die beiden Elemente sind nicht mehr beieinander. Leerzeichen dient immer als Trennung auch schon. Das Zeug ist nicht mehr zusammengeklatscht, nicht mehr aneinander dran und deswegen logisch voneinander getrennt. Was in diesem Fall jetzt schlecht ist. Das ED wird absolut immer ausgespuckt, egal ob wir eine Edition befüllt haben oder nicht. Und das müssen wir vermeiden. Deswegen tun wir das hier rausnehmen. Und statt dem Leerzeichen fügen wir jetzt hier über Insert Field ein Link Adjacent Text ein. Das ist dieses Gradzeichen. Das können Sie ansonsten auch mit Großschreibtaste und dann da oben, wo das Dächlein links oben ist, können Sie es selber erzeugen, so wie ich es gerade hier mache. Aber das ist jetzt einfach ein klebendes Leerzeichen, nenne ich es jetzt mal. Das klebende Leerzeichen macht, dass zwar schon ein Leerzeichen nachher ausgespuckt wird, an der Stelle, die ich gerade markiert habe, in Ihrem Literaturverzeichnis, aber es dient nicht länger als eine logische Trennung. Die beiden Sachen sind verbunden. Addition, das Feld, und ED hintendran ist logisch miteinander verknüpft. Und das heißt, dass wenn die Addition leer bleibt, wenn Sie da nichts eingetragen haben, dann fällt auch das ED hier mit raus. Und Sie merken jetzt gerade eben schon, wir haben hier diese beiden Arten von Verbindern oder Trennern. Wir haben eigentlich hier einen Trenner der Sachen, die beieinander, andersherum, Sachen, die, wenn Sie ohne Sonderzeichen programmieren, dann sind die Sachen immer beieinander, die aneinander geklatscht sind. Und sobald ein Leerzeichen sind, kommen die getrennt. Dann sind die getrennt. Und Sie haben hier eben jetzt zwei Schaltflächen. Sie haben einmal diesen Trenner, wo Sie was trennen können, obwohl die Sachen eigentlich direkt aneinander heften. Und Sie haben andersherum etwas, das etwas verbindet, ein Sonderzeichen, das etwas verbindet, obwohl die Sachen eigentlich voneinander durch ein Leerzeichen getrennt sind. Und diese beiden Arten und Weisen sind Ihre wichtigsten Sonderzeichen, die beiden. Mit denen müssen Sie sich gut auskennen und dann auch viel ausprobieren, mal wenn Sie sich jetzt unsicher sind. Die funktionieren immer gleich. Die folgen festen logischen Vorgängen, aber sie müssen es halt erstmal in Fleisch und Blut bekommen. Diese Leerzeichen und Trennergeschichten, die sind deswegen so wichtig, weil bei ihrem Zitierstil nicht immer jedes Feld befüllt wird. Ich habe es gerade vorher angedeutet, es gibt vielleicht mal ein Buch, bei dem sie keinen Publisher haben. Oder es gibt auf jeden Fall mal ein Buch, bei dem sie keine Edition haben. Gerade wenn es eine erste Auflage ist, dann fällt die weg. Es wäre sehr leicht, einen Zitierstil zu programmieren, der einfach jedes Feld vorsieht, wenn die Welt so wäre, dass sie immer jedes Feld in EndNote dann nachher befüllen können. Ist es halt nicht. Und deswegen muss ihr Zitierstil robust sein, dass er es noch aushält, wenn mal ein Feld, wie jetzt Edition, wegfällt. Und robust heißt eben, dass sie mit diesen Trennzeichen, diesen beiden arbeiten. Mit dem Link Adjacent Text, was der Verbinder ist, das klebende Leerzeichen. Und der Forced Separation, die eben die logische Trennung ist, diese vertikale Trennung. Die da. Okay, das sind die beiden. Die anderen beiden, die kann man schneller erklären. Und die sind nicht so häufig. Das eine haben wir hier. Gerade eben, das ist dieses kleine Dach. Und dieses kleine Dach
steht zwischen einer Singular- und einer Plural-Option. Das kleine Dach unterscheidet also zwischen Singular und Plural, beziehungsweise wirft eben, also Singular, Plural, Einzahl, Mehrzahl, wirft nur eins von beiden aus, immer abhängig davon, von dem Feld, an dem es dran hängt. Das war jetzt sehr theoretisch, aber ich erkläre es Ihnen nochmal kurz. Schauen Sie sich hier an, das ist Feld Editor. Editor sind die Herausgeber. Und jetzt hängt dieses Feld Editor über dieses klebende Leerzeichen, das wir gerade kennengelernt haben, dran an diesem kompletten Konstrukt. Und das hier ist jetzt eben diese Einzahl-Mehrzahl-Unterscheidung, Singular-Plural. Und das heißt, dass wenn Editor einen Editor beherbergt, da ist nur einer drin, dann steht nachher das, was links von dieser Spitz, von diesem Dächlein steht. Dann kommt nur ED hinten dran. Und wenn es aber mehrere Editors sind, dann greift die Vorlage rechts von diesem Dächlein und dann steht da EDS für Editors. Also auf diese Weise können wir etwas an ein Feld ranheften, dieser komplette Teil, und sagen, es soll unterschiedlich sein, je nachdem, wie viele Elemente in dem Feld drinne stecken. Ein Editor ist ED, mehrere Editors sind EDS. Immer links Einzahl, rechts Mehrzahl. Und das erreichen Sie über dieses Dächlein. Das bekommen Sie entweder über die Tastatur oben links, können Sie draufklicken, müssen Sie immer zweimal draufklicken, dann kommt es raus. Oder Sie fügen es ein hier über Insert Field, Singular Plural. Das gibt gerade bei Editors Sinn. Sie werden es auch noch nachher bei den Pages sehen. Gerade im Englischen, eine Page ist ein P, mehrere Pages ist ein PP. So, das waren drei von vier Sonderzeichen. Das letzte Sonderzeichen, das haben wir jetzt bei Book nicht mit drin und ich glaube, ich habe es aber bei der Webpage drin. Ja, da ist es. Es ist nur arg weit unten. Ach, ist egal. Ja, kann man gut erkennen. Hier, ja, noch eins davor markiert. Hier haben Sie so einen kleinen Apostroph, ganz unten jetzt da in Blau markiert. Und der Apostroph oder ja, dieses Zeichen, das beginnt und endet dann hier. Also alles zwischen diesen beiden Apostrophen, nenne ich sie jetzt mal, ist quasi der Sonderfall, das letzte Sonderzeichen. Wir haben mit diesen beiden Apostrophen die Möglichkeit, etwas zwischen den beiden Apostrophen als Text zu deklarieren. Wann ist das nützlich? In diesem Fall hier ist es nützlich, weil dann muss man den Text, ja, ich zeige Ihnen erst, wann es besonders nützlich ist. Hier. Wenn Sie einen Zitierstil haben, wo dann bei Ihrem Literaturverzeichnis-Eintrag von der Webpage nachher stehen soll, URL Doppelpunkt und dann kommt eben die URL, HTTPS, www und so weiter, dann hätten Sie normalerweise das Problem, dass Sie nicht einfach hier URL hinschreiben können, weil EndNote hätte dann gedacht, ah, okay, hier soll ich die URL rausschmeißen und hier soll ich die URL auch rausschmeißen. Also dann hätten Sie zweimal die volle URL ausgeworfen und würden sich aufregen. Und für diesen Fall gibt es eben diese Apostrophen hier, die machen, dass alles zwischen den beiden als Text ausgeworfen wird und nicht versucht wird, als Feld erkannt zu werden. Da ist es nützlich. Und das andere, was wir jetzt gerade eben hier noch haben, was man da auch schönerweise hat, wenn man da jetzt drin Text schreibt, retrieved from, following. Sie können hier jetzt normal schreiben, ohne auf klebende Leerzeichen oder nicht klebende Leerzeichen zu achten, weil alles zwischen den beiden Apostrophen als ein in sich geschlossenes Ding gilt. So, wie kriegt man jetzt diese Apostrophen an sich her? Das ist jetzt das einzige Sonderzeichen, das man nicht hier oben über diese Schaltfläche erhält. Also das ist hier nicht genannt. Da müssen Sie tatsächlich auf der Tastatur klicken und Sie brauchen da auch den richtigen. Sie haben neben Ihrer, das muss ich selber schauen, neben Ihrem Fragezeichen und dem ScharfS, da haben Sie noch eine Taste normalerweise. Und wenn Sie da ohne Großschreibung draufklicken, dann sind es die falschen. Die gehen dann nach oben rechts, die klappen nicht. Sie müssen Großschreibung drücken und dann zweimal draufklicken. Dann bekommen Sie die, die nach unten rechts abfallen. Die hier. Und Sie müssen eben immer zweimal draufklicken. Dann bekommen Sie die. Na, das waren die falschen. Zweimal draufklicken, dann bekommen Sie die. Und
Und dann können Sie direkt dazwischen Ihren Text schreiben. So. Das waren die vier Sonderzeichen. Die werden Sie im Literaturverzeichnis brauchen. Und die werden Sie aber auch bei den Zitationen, bei der Vorlage im Text von normalen Harvard-Zitationen, Klammern im Text brauchen. Sie werden die bei Fußnoten brauchen. Also die brauchen Sie einfach überall. Okay, haben wir die mal weg. Schauen wir in unsere Übersicht, wie wir jetzt da weiter vorgehen. Wir hatten jetzt diese vier Sonderzeichen. Jetzt tun wir das Literaturverzeichnis editieren. Okay, zurück in den Editor. Hier jetzt nochmal, was. Jetzt erkläre ich Ihnen nochmal die Oberfläche, die wir hier im Ganzen sehen. Erstmal diese verschiedenen Medienarten. Die Medienarten, die hier dargestellt sind, sind diejenigen, die eben Ihr Zitierstil kann. Und Sie können da auch auf Reference Types klicken und dann sehen, was Ihr Zitierstil alles jetzt schon vorsieht. Also die APA sieht einen Haufen Zeug vor. Ich habe Ihnen vorher gesagt, dass ich nur Book, Book Section, Journal Article und Webpage nehmen würde. Und ich habe auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, wann man welchen nimmt und welche Felder da üblicherweise Sinn geben. Aber hier können Sie eben jetzt auch, falls Sie was bräuchten, noch das hinzufügen. Sie wollen eine Equation, okay, klicken Sie die an, zack, bekommen Sie eine Vorlage für Equation. All diese Dinge hier sind optional. Sie brauchen in Ihrem ganzen Zitierstil eigentlich nur eine einzige Vorlage. Und das ist die folgende hier oben. Die heißt Generic. Generic ist die Rümpelkategorie von Ihrem Zitierstil und die nimmt der, wenn Sie irgendwas anlegen, was Ihr Zitierstil sonst nicht kennt. Also sagen wir, Sie würden jetzt in Ihrem EndNote-Projekt eine Catalog-Datei anlegen, also einfach neue Referenz und dann Document Type, stellen Sie einen Catalog und Ihr Zitierstil kennt das jetzt nicht. Was macht er? Naja, er nimmt Generic. Das heißt, der hier sollte möglichst viele Sachen dann noch vorsehen. Oder Sie, wenn Sie jetzt eben dem Zitierstil-Editor sind, wenn Sie merken, Sie haben nur ein oder zwei Ausnahmen, dann fügen Sie die halt noch hier dazu. Alle Vorlagen, die Sie hier nicht vorhaben zu benutzen, können Sie ignorieren. Das ist mal ein wichtiger Punkt. Also, wenn Sie jetzt sagen, nee, also ein Computerprogramm werde ich eh nie anlegen, dann können Sie es auch einfach so übrig stehen lassen. Es tut Ihnen ja nicht weh, wenn Sie die Vorlage nicht benutzen, dass die hier nicht vollständig passt. Also, da muss man einfach pragmatisch sein. Tun Sie die Sachen anpassen, die Sie benutzen wollen. Book, Book Section, Journal Article, Webpage und gut ist. Dann, neben den Reference Types hatten wir gerade eben hier schon die Schaltfläche Insert Field. Da konnten Sie die Sonderzeichen einfügen, die wir jetzt besprochen haben. Da können Sie aber auch noch die ganzen Felder einfügen, die ein Document Type kennen kann. Also ein Book kennt halt einfach einen Author, einen Year, einen Title und so weiter. Die werden Ihnen hier alle angeboten. Und da können Sie einfach an die Stelle klicken. Ich habe es ganz ans Ende geklickt, können draufklicken, können draufgehen und können dann sagen, okay, ich möchte jetzt hier Number of Volumes einfügen. Klick, dann ist es da. Sie können aber genauso gut, wenn Sie wissen, wie das Feld heißt, es schreiben. Also das hier hat den gleichen Effekt, wie es da drüben auszuwählen. Passen Sie aber auf, gerade wenn Sie sich unsicher sind, nicht jede Vorlage kennt die gleichen Felder. Ein Book hat hier andere Felder in der Auswahl als eine Webpage. Nicht jeder Document Type kennt jedes Feld. Deswegen, wenn Sie sich unsicher sind, schauen Sie mal hier nach, rollen Sie hier runter, ob da wirklich alles drin steckt, was Sie gern hätten. Und wenn nicht, müssen Sie eben drumherum arbeiten und andere Felder verwenden und dann in EndNote andere Felder befüllen, damit die auftauchen. So. Neben diesen beiden Schaltflächen und dann eben dem tatsächlichen Inhalt können Sie jetzt noch hier oben einstellen, wie die Schriftart verändert werden soll von dem Zeug. Und das war es dann eigentlich, was Sie hier machen können. Sie können zum Beispiel sagen, oh ja, ich möchte eigentlich die Autoren immer in Fett ausgegeben haben. Und ich möchte den Titel eigentlich nicht mehr in Kursiv. Dann nehmen Sie hier die Kursivschrift raus, die Italics. Oder Sie wollen meinetwegen die URL immer unterstrichen haben. So. Solche Sachen können Sie noch machen. Sie können hier ausdrücklich nicht unterscheiden zwischen Autor, Nachname und Vorname. Das geht nicht. Wenn Sie sowas wollten, das müssten Sie am Ende von Hand machen. Wie gesagt, ich bin da ehrlich, ich kriege ja auch kein Geld von den EndNote-Machern oder so, dass ich das hier gerade eben tue. Dann brauche ich auch nicht unnötig Werbung machen und kann mal die Stolpersteine nennen. Gut.
Ansonsten rein von der Handhabung jetzt hier. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie, wenn Sie hier anfangen, was zu ändern, dann tragen Sie eben die Sache ein. Dann gehen Sie mal zwischendurch auf File, Save As. Sie speichern den Zitierstil dann schon mal ab. Sie können den Originalstil, die APA und so, können Sie nie überschreiben. Sie können immer nur eine Kopie davon speichern. Die speichern Sie ab, wählen die dann in EndNote aus als Zitierstil und testen mal, ob das so rauskommt jetzt, wie Sie es gern hätten. Und dann können Sie ja immer hin und her switchen. Moment, ich speichere das mal gerade eben ab. Unter einem neuen Namen. APA schlechte Kopie. Klicken wir auf Save. Und dann können Sie das in Word auswählen. Ist noch nicht standardmäßig hier, weil das keiner von den Lieblingsstilen ist, aber Sie können jetzt hier auf Select Another Style gehen. So, APA schlechte Kopie. Da ist sie. Doppelklick. Jetzt ist die gewählt. Und dann können Sie jetzt eben hier sehen, ob das den Effekt hatte, den Sie wollten oder nicht. Ich habe jetzt die Autoren ja mal fett gemacht. Das passiert hier. Und dann können Sie jetzt immer zwischen der Kopie und dem Original hin und her springen und können mal schauen, ob das passiert. Und so würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich langsam, Trial and Error mäßig durchbewegen und dass Sie vor allem auch mal Dokumenttypen haben, wo alle Felder vorkommen, dass sie sehen, ob der Standardfall klappt und dass sie dann aber auch Dokumenttypen angelegt haben, bei denen bestimmte Dinge fehlen. Damit meine ich, was ist, wenn jetzt hier die Webpage mal keinen Series Title hat? Was ist, wenn die keine Edition hat? Was ist, wenn sie, gut, eine URL hat sie immer, also das brauchen sie nicht testen. Aber einfach die Felder, die optional sind, dass sie da mal die auch testweise weglassen und dann in Word anschauen, sieht es jetzt krumm aus? Muss ich da vielleicht noch eine Ersetzung durchführen? Muss ich da noch ein klebendes Leerzeichen oder eine Forced Separation machen? Sowas. Ich gebe zu, dass das hier viel Arbeit ist, aber wenn Sie sich auf Book Section, Journal Article und Webpage beschränken, ist es gar nicht so viel Arbeit. Und dann am Ende kopieren Sie noch Book rüber, hier zu Generic, dann sieht der auch schon halbwegs gut aus und da passt es eigentlich. Typischerweise als Tipp würde ich Ihnen raten, dass Sie bei Generic, dann nehmen Sie Book. Kopieren Sie rein und am Ende packen Sie dann vielleicht noch eine URL und ein Prüfdatum ran und dann haben Sie eigentlich eine ganz gute Allrounder-Vorlage. So, das waren die Vorlagen vom Literaturverzeichnis. Wir schauen jetzt noch den Rest vom Literaturverzeichnis an und danach gehen wir in die einzelnen Zitierstile, wie die sich eben im Text unterscheiden. Also eben Fußnoten, Klammern im Text, Referenznummern und so weiter. Field Substitutions ist das nächste Feld, was wir bei Bibliography haben. Und da drin ist es jetzt so, Sie können relativ wenige Felder überhaupt ersetzen lassen. Deswegen bringt Ihnen das hier eigentlich nichts. Ehrlich gesagt musste ich hier noch nie was machen. Wenn Sie hier eine DOI ersetzen wollen, doch eine URL, schön, aber ansonsten können Sie hier relativ wenig machen. Bei Layout, da können wir jede Referenz mit der bestimmten Zeichenfolge beginnen lassen. Was weiß ich, Sie können jetzt, wenn Sie sagen, ich will da überall einen Spiegelstrich haben oder so, dann können Sie jetzt hier sagen, okay, ich mache da einen Strich rein und dann mache ich einen Tab, also eine Tabulatortaste und dann soll es erst losgehen. Zum Beispiel. So was ging hier. Ich habe hier gerade den Tab so auswählen müssen, weil wenn ich an sich die Tab-Taste drücke, dann lande ich eben hier unten. Und N beende jede Referenz mit. Sie können hier auch einen Punkt eintragen, dann taucht es so immer am Ende von jeder Referenz auf. Aber ansonsten brauchen Sie hier eher nicht hin. Die Sort Order, das ist die Reihenfolge, wie die Sachen im Literaturverzeichnis dargestellt werden. Da gibt es meiner Meinung nach am ehesten Sinn, dass Sie Autor, Jahr und Titel immer voreingestellt lassen. Also erst sortiert nach Autor alphabetisch, wenn der gleich ist, dann nach Jahr. Und wenn Autor und Jahr gleich sind, dann nach Titel. Ob das jetzt hier aufsteigend oder absteigend nach Jahr ist, das testen Sie dann einfach mal noch. Das muss ich auch immer wieder testen. Aber so wie es hier voreingestellt ist, ist es eigentlich üblicherweise auch richtig. Categories brauchen Sie nicht. Categories macht, dass Sie Ihr Literaturverzeichnis splitten können nach zum Beispiel, Sie haben da Buchquellen und dann haben Sie weiter unten die Internetquellen. Das ist ein Haufen Arbeit hier, da müssen Sie alle Referenzen kategorisieren, damit die dann auch richtig kategorisiert ausgespuckt werden. Am Ende klappt es dann doch nicht, weil eine Referenz
bei Ihnen eine Webpage ist, aber eigentlich will Ihre Lehrkraft, dass diese eine Webpage doch bei den gedruckten Quellen kommt, weil es vom Statistischen Bundesamt ist und es ist eine gute Internetquelle und die soll nicht zu den bösen, schlechten, flüchtigen Quellen. Es gibt keinen Sinn, das hier in EndNote abbilden zu wollen. Da tun Sie leichter am Ende Ihr Dokument in eins verwandeln ohne EndNote, machen dann von Hand kurz die zwei, drei Einträge aus dem Literaturverzeichnis, ziehen Sie raus, kopieren Sie runter in ein Extra-Verzeichnis und dann ist gut. Und falls Ihre Lehrkraft eh nicht ausdrücklich will, dass Sie ein gesplittetes Literaturverzeichnis haben, dann machen Sie es bitte eh nicht, weil es nutzt niemandem was. Sie haben Arbeit, meistens ist es gar nicht so trennscharf, also ist ein E-Book jetzt eine gedruckte Quelle oder ist es eine elektronische Quelle? Und Ihr Leser hat dann nur mehr Arbeit, weil er jetzt den Autor alphabetisch in zwei oder drei oder fünf Verzeichnissen nachschlagen muss, statt in einem langen. Deswegen Categories brauchen Sie nicht. Und wenn Sie es machen müssen, dann machen Sie die Splittung von Hand. So, Author Lists, da können Sie jetzt beeinflussen, wie viele Autoren in Ihrem Literaturverzeichnis stehen sollen oder ab wann die abgekürzt werden sollen. Das ist hier die Abbreviated Author List. Und dann auch noch die Separators, also wie sollen die Interpunktionen aussehen zwischen Ihren Autoren. Gehen wir erst hier oben auf die Separators ein. Sagen wir, Sie hätten maximal, nehmen wir hier mal was anderes, drei Autoren. Also bis drei Autoren wollen wir, dass zwischen den Leuten immer ein Komma steht und ein Leerzeichen. Aufpassen hier, dass da Leerzeichen mit drin sind. Wenn Sie nur ein Komma eintragen, dann kleben Ihnen die Autoren aneinander und dazwischen ist ein Komma, aber es sieht alles gedrängt aus. Sie wollen ja, dass da steht Autor 1, Komma, Leerzeichen, Autor 2 und so weiter. Also wir wollen zwischen denen, dass da immer ein Komma kommt und vor dem letzten wollen wir, ja jetzt vielleicht nicht mit diesem Komma und dem kaufmännischen und, sondern wir wollen, dass dann ein und steht. Zum Beispiel. Also wir haben drei Autoren, zwischen Autor 1 und Autor 2 steht ein Komma und zwischen Autor 2 und Autor 3 steht ein und. Auch hier bitte wieder aufpassen, wir haben ein Leerzeichen, dann steht hier und dann kommt noch ein Leerzeichen. Sonst klatschen Ihre Autoren wieder voll in das und rein und es sieht blöd aus. Wenn wir jetzt hier mehrere Autoren hätten, sagen wir, wir haben insgesamt 4 bis 100 Autoren, also wir hätten da irgendwie einen anderen Fall, dann wollten wir, dass da am Ende nicht noch irgendwie ein und käme oder so, oder aus irgendwelchen Gründen wollen wir da dann gedrängter vorgehen, dass wir die alle mit einem Slash abkürzen. Da sind Sie völlig frei. Sie haben ja auch gerade eben gesehen, dass die APA Ihnen da, wenn ich das jetzt mal, nee, mache ich nicht, dass die APA da eigentlich gesagt hat, nö, also wir machen da eigentlich direkt 1 bis 100. Und dann ist es immer gleichmäßig. Das gibt eigentlich auch Sinn. Abbreviated Author Lists sind dann die Abkürzungsregeln, wenn Sie extrem viele Autoren haben. Vielleicht schreiben Sie Ihre Arbeit im Bereich der Medizin. Da ist es oft so, dass Sie irgendwie ein Zwei-Seiten-Paper haben und das Ding hat 48 Autoren. Sollen die dann alle im Literaturverzeichnis stehen? Da können Sie jetzt eben hier sagen, ja, alle. Oder Sie können sagen, okay, also wenn es sieben oder mehr sind, dann nenne mir bitte nur die ersten sechs oder den ersten nur einen. Und danach kommt zum Beispiel hier Komma et al. Oder ohne Komma et al. Aufpassen auch wieder auf das Leerzeichen. Et al. Im Deutschen gerne auch U.A. Und wenn Sie möchten, kann dieses Ding hier dann auch in Italics stehen, also in Kursivschrift. Das sind so die Schaltflächen, die Sie haben. Also hier passen Sie mal auf, dass das hier schon, da greift die Ersetzung schon, also bei 7 oder mehr. Das heißt, diese Regel greift noch nicht bei 6, aber bei 7 greift sie dann. Nenne dann nur einen und mach dann UA. Man kann hier jetzt diese Schaltfläche noch benutzen, aber das brauchen Sie eigentlich nie. Sie werden immer mit der hier arbeiten. Und das hier unten, das brauchen Sie normalerweise gar nicht. Also wenn Sie jetzt, ja, bei Tyson vielleicht, also wenn Sie den gleichen Autor nochmal haben, mehrere Einträge von Gauss zum Beispiel, dann können Sie sagen, okay, füg statt dem Autor so drei Striche ein oder so Zeug. Aber ansonsten brauchen Sie da nichts. Das hier wären die Autorlisten. Die finden wir nachher bei anderen Elementen hier wieder. Da oben sehen Sie es schon, da unten kommen die nochmal, da ist es im Wesentlichen das Gleiche. Author Name ist dann nochmal interessant. Da haben Sie
die Syntax, wie die Autoren ausgespuckt werden sollen, gerade die Vornamen, werden die abgekürzt, steht der Vorname vor oder nach dem Nachnamen. Sowas können Sie hier einstellen. Also der erste Autor, der im Literaturverzeichnis kommt, der ist hier gerade eben eingestellt als Nachname, Vorname und alle anderen auch. Es gibt jetzt aber auch Zitierstile, wie zum Beispiel Turabian, da heißt es dann, ja, den ersten wollen wir so rum für die alphabetische Einordnung und alle anderen wollen wir aber eigentlich natürlich sprachlich. Dann kann man das eben hier so einstellen, also abweichen zwischen dem ersten und allen anderen. Sie können die Großschreibung hier anpassen, würde ich jetzt nicht ändern. Lassen Sie as is und tragen Sie es dann einfach richtig in Ihrem EndNote-Projekt ein. Und hier die Initials, da müssen Sie noch oft hin. Sie können jetzt sagen, nö, ich will, dass der komplett ausgespuckt wird. Also der Vorname wird ausgeschrieben. Sie könnten sagen, ich will nur den Nachnamen. Das sehen Sie eigentlich im Literaturverzeichnis nie. Sie haben das vielleicht aber bei den Zitationen im Text. Da gibt diese Schaltfläche öfter mal Sinn. Also bei Author Name, bei Citations zum Beispiel. Oder eben verschiedene Arten und Weisen, wie der Vorname abgekürzt werden kann und dann abgetrennt wird. Also A. Leerzeichen B. Oder kein Leerzeichen dazwischen. Oder ein Leerzeichen dazwischen, aber ohne Punkt. Oder gar nichts dazwischen, alles aneinander. Ich mache jetzt mal hier Full Name. Einfach irgendwas. Und dann schauen wir uns direkt im Vergleich mal die Editor Names an. Bloß, dass Sie sehen, dass es genau das gleiche ist. Also da muss man nichts erklären. Editor Names ist gleich wie Author Name. Und Editor Lists ist gleich wie Author Lists. Also da haben Sie die gleichen Möglichkeiten. Nur, dass es jetzt halt die Herausgeber betrifft. Klassischerweise bei einem Sammelwerk oder bei einer Book Section, dem Beitrag in einem Sammelwerk. Title Capitalization würde ich Ihnen dann stark dazu raten, dass Sie Leave Titles as Entered drin lassen. Das sagt aus, wie Ihre Titel, also das Feld Title bei Ihrem einzelnen EndNote-Dokument, bei der einzelnen Referenz, wie das ausgespuckt wird in Word. Wenn Sie hier sagen Headline Style, dann wird jedes einzelne Wort groß geschrieben am Anfang vom Wort. Und wenn Sie sagen Sentence Style, dann wird jedes einzelne Wort klein geschrieben, bis auf das allererste. Das gibt Sinn in einem englischsprachigen Kontext. Es gibt wenig Sinn, wenn Sie deutschsprachige Titel mal haben. Dann zerschießt Ihnen das ja die deutschsprachige Groß-Kleinschreibung. Deswegen lassen Sie es einfach so, dann sind Sie frei. Sie tragen das Ding so in ein Titelfeld ein, wie es rauskommen soll. Fertig. So, das war die Bibliography. Schauen wir nochmal in unsere kleine Übersicht, was wir als nächstes machen. Also wir haben den Editor gefunden, wir haben die vier Sonderzeichen, wir haben das Literaturverzeichnis editiert und jetzt schauen wir uns mal noch an, wie die verschiedenen Zitierstile jetzt in EndNote dargestellt werden. Also wie kriegt man einen Fußnotenstil zu einem Klammern-Textstil oder wie sehen die unterschiedlich aus, wo sind die Schaltflächen? Und zum Schluss dann noch die relevanten Schaltflächen, die wir bis dahin übergangen haben, falls es überhaupt noch welche gibt. Also wir gehen zurück in unseren Editor und wir gehen jetzt. Ich zeige Ihnen die Tabelle nochmal, dann können Sie es besser verorten. Wir gehen jetzt von oben nach unten durch. Die kennen Sie jetzt schon von vorher, diese Tabelle. Wir schauen uns jetzt erst an, wie sieht ein Klammer-Textstil gemäß Harvard aus und dann, wie sieht er im Vergleich aus zu kurzen Fußnoten. Und dann, wie stellen wir kurze Fußnoten zu lange Fußnoten um oder wann brauchen wir welche. Und zuletzt, da muss ich dann einen anderen Stil nochmal öffnen, mache ich auch bei Turabian, glaube ich, auch schon. Zuletzt noch, wie sehen Referenzstile aus? Die sind dann nochmal speziell. Also starten wir mit dem, den wir gerade offen haben, mit diesem APA-Zitierstil. Das ist ja der Zitierstil mit Klammern im Text. Und der wird üblicherweise erreicht, indem wir abseits von der Bibliography, die wir eben bei jedem Stil haben, die ganzen Bereiche bei Citations anpassen. Citations sind die Klammern im Text. Das ist klassisches Harvard. Und da haben Sie eben auch hier Templates für diese Klammern im Text, zwei Stück, nämlich einmal die klassische Klammer, wenn Sie es einfach nur nackig einfügen, ohne eine besondere Schaltfläche, und dann hier noch die Klammer, wenn Sie es einfügen, über Insert and Display as Author außerhalb vom Year. Ich zeige das mal ganz kurz, dann ist es wahrscheinlich klarer. Hier oben, das da ist die klassische Einfügeweise und das da, das ist, wenn Sie den Autor aus der Klammer rausziehen wollen. Das kriegen Sie hin, indem Sie
die Literatur hersuchen sich und dann nicht nur auf Insert gehen, sondern hier auf diese Schaltfläche Insert and Display as Author außerhalb von eben der kompletten Klammer. Dann kriegen Sie das. So, genau. Wir haben also zwei Vorlagen und Sie sehen hier jetzt wieder, wir haben ein paar Felder, die drin stehen. Autor, ja, zitierte Seiten, klassischerweise. Wenn Sie hier einen Zitierstil haben, der keine zitierten Seiten macht, bitte, bitte fügen Sie welche ein. Also über Insert Field, Cited Pages, weil Sie brauchen beim Zitieren Seitenzahlen. Ein Zitierstil, der keine Seitenzahlen kann, das funktioniert vielleicht noch bei ganz kurzen Papers und so, aber sobald Sie mindestens ein Buch zitieren, brauchen Sie Cited Pages. Sonst ist Ihre Zitation funktional wertlos. Sie haben diese zwei Vorlagen, Sie kennen die Felder, Sie kennen diese Sonderzeichen jetzt hier schon, die haben wir alle kennengelernt und können hier jetzt einfach anpassen, wie das aussehen soll. Was gibt es jetzt abseits von diesen beiden Vorlagen noch? Naja, wir haben die üblichen Sachen, um jetzt irgendwas fett darzustellen oder kursiv, okay. Und dann haben wir hier unten noch einen Multiple Citation Separator. Das ist, wenn Sie in einer Klammer mehrere Quellen nennen, also gleich zwei Quellen oder drei Quellen. Dann stehen die getrennt durch ein Semikolon, also ein Strichpunkt und ein Leerzeichen. Auch hier wieder passen Sie auf, dass da ein Leerzeichen steht. So können Sie also steuern, so, ah, okay, nö, ich möchte eigentlich nicht, dass es ein Strichpunkt ist, ich will, dass es ein Slash ist oder ein Komma oder was auch immer. Immer mit einem, oder wenn Sie ein Leerzeichen hinten drin haben wollen, machen Sie sie mit rein. Dann kann man außerdem noch sagen, dass man nur die letzten beiden Jahreszahlen nehmen soll. Das ist eigentlich nicht mehr wirklich gängig. Ja, würde ich Ihnen eher nicht dazu raten. Bei Ambiguous Citations haben wir dann die Schaltflächen, was wir machen können, wenn wir uneindeutige Zitationen haben. Und da wechsle ich auch nochmal kurz in Word rein, um das zu verdeutlichen. Sagen wir hier, Gauß und Muche wird zitiert mit 2017. Und das hier verweist schon in seiner Gesamtheit ganz klar auf diesen einen Eintrag hier. Soweit so gut, keine Mehrdeutigkeit. Was ist jetzt aber, wenn wir mehrere Bücher von Gauß und Muche haben, die von 2017 sind? Also Autor und Jahr ist gleich. Dann haben wir ein Problem. Dann wäre das, was hier oben steht, nicht mehr klar diesem Ding hier zuordnenbar. Dann bräuchten wir eine Unterscheidung. Und das sind eben diese mehrdeutigen Zitationen, die wir jetzt in EndNote einstellen können. Und die APA macht hier einen Haufen Zeug. Ich gehe jetzt mal von oben nach unten durch. Aber typischerweise haben sie eigentlich nur eine Ersetzungsart, also eigentlich die hier. Aber gehen wir mal von oben nach unten durch. Hier steht jetzt dran, Include the author initials or full name in citation. Das heißt, wir haben hier jetzt noch die Initialien mit dabei, obwohl sie normalerweise nicht dabei wären. Also die APA nennt normalerweise dann eben nicht die Initialien. Schauen wir hier nochmal in Word rein. Da steht nur Gauss und Muche und keine Vornamen. Aber könnte man jetzt die Situation eindeutig machen, indem man die Initialien beifügt, weil es irgendwie zwei verschiedene Gausses sind? Dann kommen die rein. Oder wenn wir bei der Zitation sagen, wir hätten vier Autoren, aber es werden irgendwie nur, wird nur einer genannt und dann kommt et al. Und es ließe sich jetzt wieder eindeutig machen, indem man mehr Autoren einfügt, dann macht EndNote in diesem Fall auch das, fügt mehr Autoren ein, bis wir wieder eine eindeutige Zitation haben. Okay. Dann können wir auch noch sagen, ja nö, dann spuck den Titel mit aus. Und vielleicht nicht den kompletten Titel, sondern das Feld Short Title. Das ist ein separates Feld, das man bei einem EndNote-Datensatz befüllen kann. Short Title im Gegensatz zu Title. Oder man könnte jetzt eben auch sagen, was meiner Erfahrung nach das häufigste ist, man möchte einen Kleinbuchstaben an das Jahr anhängen. Das heißt, nochmal in Word geschaut, wenn wir jetzt mehrere Einträge von Gauss und Muche hätten aus 2017, dann werden die hier alle drei nach genannt, alphabetisch nach dem Titel. Und der alphabetisch erste erhält dann ein kleines A, der nächste ein B, C, D und so weiter. Und oben passiert das Gleiche. Dann steht hier 2017 A. Und dann weiß jeder, okay, der hier referenziert auf den Eintrag im Literaturverzeichnis. Dann ist wieder eindeutig. So, das heißt, das sind diese Regeln, wie man eine Mehrdeutigkeit vermeiden kann. Jetzt, wann zieht er welche? Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie eigentlich nur einen nehmen, weil ansonsten ist es so ein bisschen zerrupft. Jetzt, wenn Sie es wieder bei der APA so lassen wollen, weil Sie eben gemäß APA zitieren, okay,
Aber dann müssen sie halt echt mal testen, wann er jetzt welche nimmt. Author Lists hier hatten wir jetzt schon mal vorher. Da war es wie im Literaturverzeichnis auch bei den Author Lists. Nur haben sie jetzt hier noch eine weitere Stelle. Also ich erkläre jetzt nicht mehr, was hier oben steht. Ich erkläre nur noch, was jetzt hier neu dazugekommen ist. Wir haben hier wieder eine Abkürzungsliste, wie wir sie im Literaturverzeichnis kennengelernt haben. Hier, wenn mehr als sechs, dann nenne nur den ersten und schreibt dann et al. Aber wir haben jetzt hier eine Unterscheidung zwischen der ersten Erscheinung und den weiteren Erscheinungen. Also beim allerersten Mal sollen vielleicht sechs genannt werden, so wie es jetzt hier steht bei der APA. Und danach sollen es nur noch fünf sollen genannt werden. Entschuldigung. Bei sechs oder mehr kürzt ihr ja schon ab. Also beim ersten Mal sollen maximal fünf stehen und danach maximal zwei noch. Author Name ist dann das gleiche wieder wie im Literaturverzeichnis, bis auf diese neue Schaltfläche hier. Also ich erkläre nicht das oben, weil ich schon beim Literaturverzeichnis gemacht habe. Aber hier haben Sie jetzt noch die Möglichkeit zu sagen, Sie wollen, wenn wir vom gleichen Autor mehrere Bücher direkt hintereinander zitieren, dann soll der Autor weggelassen werden. Also nicht mehr Smith 1999, Smith 2000, sondern das Smith steht einmal und dann kommen direkt die Jahre. Das können Sie hier machen. Numbering, da kommen wir gleich drauf bei dem anderen Zitierstil. Das brauchen Sie nicht bei meiner Zitation nach Harvard mit Klammern im Text. Und Sortierform, da würde ich Ihnen ganz stark dazu raten, dass Sie hier einstellen Don't Sort. Sortierreihenfolge. Also die Sort Order hier, die sagt quasi, wenn Sie eine Mehrfachklammer haben, eine lange Klammer und da sind mehrere Zitationen drinne, dann werden die bei Don't Sort nicht sortiert. Den ersten, den Sie einfügen, der steht vorne. Den nächsten, den Sie dann einfügen, der kommt als zweites, der nächste als drittes und so weiter. Dann sind Sie völlig frei. Dann können Sie Sekundärzitate abbilden, sowas wie alter Autor, Komma, zitiert nach neuer Autor. Das geht nicht, wenn Sie irgendwie hier automatisch umsortieren. Dann kann es Ihnen sein, dass Ihnen gerade der falsche jetzt automatisch vorsortiert wird. Deswegen machen Sie einfach Don't Sort. Dann wird es in der Reihenfolge der Einfügeart von Ihnen sortiert. So, das sind jetzt die Schaltflächen für einen Klammer im Text-Zitierstil. Wenn Sie einen Klammer im Text-Zitierstil haben, dann sind Sie schon sehr nah dran an einem Zitierstil, der kurze Fußnoten macht. Und ich sage Ihnen jetzt kurz den Unterschied zwischen kurzen Fußnoten gleich und dem Zitierstil hier, den wir gerade eben hatten. Und dann sage ich Ihnen, wann Sie kurze Fußnoten brauchen und wann Sie die andere Option in EndNote brauchen. Weil das sind jetzt quasi drei verschiedene Möglichkeiten in EndNote. Gehen wir wieder rein in den Stil und schauen uns jetzt zum ersten Mal hier unten den Bereich Footnotes an. Und dann sehen Sie jetzt hier gerade eben direkt, dass bei den Vorlagen von Footnotes hier oben die erste Schaltfläche lautet Format Citations and Footnotes, same as Citations oder eben zwei andere Möglichkeiten. Und das ist jetzt die definierende Schaltfläche, die Sie hier haben und bei der Sie sich entscheiden müssen. Wenn Sie hier sagen, ich schieße kurz den einen hier vor, weil den brauchen Sie normal nie. Wenn Sie sagen, same as Bibliography, dann ist in jeder Fußnote quasi das genau gleiche wie im Literaturverzeichnis. Macht man normalerweise nicht. Wenn Sie sagen, same as citations, dann haben Sie die Fußnoten hier unten effektiv ausgeschaltet. Dann greift nichts davon. Und es wird alles genommen, was Sie hier gerade bei citations für die Harvard-Zitierstile gelernt haben. Dann gilt dieses Citation-Templates für Ihre Fußnoten. Dann würden Sie klassischerweise einfach sagen, okay, Klammern kommen weg. Zack, jetzt ist es ein Fußnotenstil. Sie fügen es dann in EndNote ja ein, indem Sie die Fußnote selber erzeugen und dann fügen Sie es unten in der Fußnote selber ein, die Zitation in einem zweiten Schritt. Das heißt, die Fußnote kommt eh manuell von Ihnen. Und dann schmeißt es Ihnen diese Sache hier jetzt aus in Ihrer Fußnote und es ist ein Fußnotenstil. Im Unterschied dazu haben Sie, wenn Sie Same as Citations nicht wählen, sondern Using Footnote Format wählen, dann haben Sie die Möglichkeit, dieses Fußnotenformat hier zu nehmen und all die anderen Schaltflächen, die hier jetzt noch kommen, bei der Fußnote.
Und das machen wir jetzt mal kurz auf, indem wir den Zitierstil Turabian öffnen. Das ist eben so ein Fußnoten-Zitierstil. Und da kann man dann mal sehen, was man da alles machen kann, wenn man nicht einfach nur eine kurze, immer gleiche Fußnote will. Ich öffne mal Turabian. So. Das ist eben der Zitierstil, den ich empfohlen hatte, wenn man einen langen oder einen komplexen Fußnotenstil will. Ich ziehe den mir gerade mal ein bisschen so weit, wie ich eben ziehen kann. So. Und jetzt schauen wir uns hier mal die Footnotes an, die Templates. Und da sehen Sie gleich, was das für einen Unterschied macht. Also hier, Turabian nimmt eben das Footnote-Format und hat dann eben die Möglichkeit, hier unten einen Haufen Vorgaben zu machen. Also zum Beispiel hier zu sagen, beim Book, gehen wir mal hin, also das Book in der Fußnote soll eben so aussehen. Das ist nochmal quasi genauso viel Arbeit wie beim Literaturverzeichnis. Wenn Sie das jetzt vergleichen mit dem Literaturverzeichnis, ist es nicht genau gleich. Turabian macht hier eine Unterscheidung, obwohl die Felder eigentlich die gleichen sind, aber die haben dann eine andere Syntax, warum auch immer. Aber wenn Sie es so brauchen, dann reichen Sie es eben so. Book und dann Book Short Form. Also was passiert, wenn die Zitation zum wiederholten Male erscheint? Also Fußnote 1, sei das da. Und dann 5 Seiten später kommt das gleiche Buch nochmal. Dann gilt diese Vorlage. Sie haben also eine Langform und eine Kurzform. Und Sie haben nicht nur das. Sie haben jetzt auch noch hier bei Repeated Citations die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne hier ein IBID oder ein EBD für eben da, wenn Sie die gleiche Sache nochmal wollen. Also Sie möchten, machen wir mal hier EBD und dann die zitierten Seiten. Und wenn es sogar nicht nur die gleiche Quelle ist mit anderen Seiten, sondern es ist exakt die gleiche Quelle, dann können Sie hier nochmal das angeben, nur mit EBD dann. Also das hier gleiche Quelle, andere Seiten, das hier unten gleiche Quelle, gleiche Seiten. Das geht alles, wenn Sie mit dem Fußnotenformat arbeiten. Das Fußnotenformat gibt Ihnen also die Möglichkeit, komplexe Fußnoten, eine komplexe Fußnotensyntax zu machen, aber es hat auch Nachteile. Sie können zum Beispiel nicht das machen, was Sie hier bei den Citations mit den Ambiguous Citations hatten. Dieses Kleinbuchstabe A, Kleinbuchstabe B am Jahr dran. Das ist eine Einstellung bei Citations, die gibt es nur hier. Und die können Sie hier unten bei Footnotes nicht machen. Das heißt, Sie müssen sich eigentlich entscheiden, bei den Footnotes-Templates, wollen Sie Fußnotenformat, in dem Sie sagen können, ja, ich habe mal lange Fußnoten, mal kurze Fußnoten, ich habe ein eben da oder einen IBID und so weiter. Oder sagen Sie, ja, ich will eigentlich immer die gleiche Fußnote ausgespuckt kriegen und dann unterscheiden können mit 2000 A, B, C. Das sind so die beiden Möglichkeiten, die beiden Arten, Fußnoten zu gestalten. Ansonsten ist ein Fußnotenstil jetzt hier drinne, wenn Sie da mal weiter gucken, genau gleich wie eigentlich das, was wir gerade eben schon bei den Klammern im Text-Zitierstil, bei den Harvard-Zitierstilen hatten. Also wir haben hier ein paar Feldersetzungen in der Fußnote, die bringen Ihnen wieder nichts, weil Sie nur ein paar bestimmte Sachen austauschen können. Bei mehreren, da waren wir gerade eben schon, da können Sie das eben da abbilden. Oder eben auch die Kurzform von der Fußnote benutzen. Author Lists ist das gleiche, wie wir es im Literaturverzeichnis und bei den Zitationen bei Harvard Citation schon gesehen haben. Also bei Citations, Author Lists. Na komm, Author Name ist auch das gleiche, wie wir es bei den Citations schon gesehen haben. Und Editor Lists und Editor Names ist das gleiche wie bei Author Lists, Author Names. Nur eben für die Herausgeber, ja. Und Title Capitalization hatten wir auch schon. Ich empfehle Ihnen hier Leave Titles as Entered, weil es eben dann Ihnen das Feld Title so ausspuckt, wie Sie es eingegeben haben und nicht irgendwie alles groß schreibt, was das hier wäre, oder alles klein schreibt, bis auf das allererste Wort, was das hier wäre. So, das sind alle Fußnoteneinstellungen. Jetzt haben wir nur noch eine einzige Art von Zitierstil, die wir nehmen könnten. Also wir haben abgefrühstückt, was jetzt ein Harvard-Zitierstil macht, eine Klammer im Text, eine kurze Fußnote, eine lange Fußnote, wann Sie welche nehmen und wie das erreichen. Und jetzt haben wir noch den Vancouver-Zitierstil. Der ist dann nochmal ein bisschen anders und den schauen wir uns jetzt mal noch an in unserem EndNote Tools Output Styles Vancouver. Klicke ich ihn erstmal an.
Und dann gehe ich noch auf Tools, Output Styles. Und jetzt kann ich den eben editieren, weil ich ihn vorher angeklickt hatte. Schauen wir da mal rein. Wie sieht der aus? Grundlegend wird der auch bei Citations editiert. So, jetzt habe ich langsam viele Stile offen und dann wird es ein bisschen langsam hier, aber mein Rechner hat es bald geschafft. So, wir haben bei Citation Templates die Vorlage für diese Art von Zitierstil. Da sehen wir jetzt, wir haben eine öffnende Klammer, dann steht da die Bibliography Number und dann geht die Klammer zu. Das ist eben diese kleine 1 und so weiter im Text, die dann auf Ihr Literaturverzeichnis verweist. Wenn Sie jetzt sagen, wir ja, nö, ich will eigentlich hier eckige Klammern, dann machen Sie das an der Stelle und dann haben Sie das so erreicht. Oder Sie wollen und dann eben hier unten auch noch, wenn Sie den Autor mit ausgespuckt haben wollen. Ansonsten gibt es hier nichts, was Sie einstellen können für jetzt speziell Vancouver, weil im Text ist ja auch tatsächlich nichts bis auf die Nummer, außer Numbering. Numbering sagt jetzt eben hier, dass Sie zum Beispiel eine Range benutzen anstelle von lauter Consecutive Citations. Also Sie haben jetzt hier, wenn Sie sagen 1, wenn Sie den Haken nicht setzen, dann haben Sie eben eckige Klammer 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn Sie das setzen, dann machen Sie 1 bis 5. Gehen wir nochmal kurz da hoch. Sie können hier dann auch noch sagen, welche Trendzeilen Sie an sich haben wollen zwischen den verschiedenen Nummern. Das sollte ich noch sagen. Das hatte ich vorhin schon mal. Aber wenn Sie jetzt gerade eben hier reingesprungen sind, sage ich es vielleicht nochmal. Und was Sie auch noch machen können, Sie können sagen, ich will eigentlich weder mehrere Zahlen noch will ich eine Range. Ich möchte ganz gerne, dass da nur eine Zahl steht. Das ist der Haken hier. Und da wird Ihnen quasi statt 1 bis 5 oder 1, 2, und so weiter, wird Ihnen nur eine Zahl hingeschmissen, eine 3. Und dann ist im Literaturverzeichnis die 3, steht dann für mehrere Einträge auf einmal. Und hier können Sie dann noch sagen, wie diese mehreren Einträge voneinander getrennt werden. Im Literaturverzeichnis tut ein Vancouver Zitierstil dann genau gleich aussehen wie die anderen hier. Bei Layout haben Sie jetzt hier am Anfang aber die Bibliography Number. Das ist eben jeder Eintrag im Literaturverzeichnis soll ja dann mit dieser Nummer anfangen. Sie haben hier am Ende auch noch einen Punkt. Also die könnten Sie dann ändern, wenn Sie jetzt nicht wollen, dass da erstens, zweitens, drittens steht, sondern 1, 2, 3. Dann machen Sie das so. Und den Tab, den Sie hier haben, den können Sie einfügen über Insert Field Tab. Dass eben immer eine klare, feste, ein klarer, fester Abstand ist, dass alles bündig anfängt, da wo der Text dann anfängt. Das sind die einzigen Sachen, wie Sie jetzt gerade eben hier tatsächlich einen Vancouver Zitierstil anders behandeln müssten. Ansonsten ist es, im Text passiert ja wirklich nicht viel, außer die kurze Zahl, die beeinflussen Sie bei Citations. Und das Literaturverzeichnis hier ist bis auf die Zahl vorne dran, das gleiche wie bei allen anderen Stilen auch. Also da passiert auch wieder nichts. So, das sind die ganzen Arten von Zitierstilen, die man abbilden kann mit EndNote. Als letztes schauen wir uns jetzt noch die restlichen relevanten Schaltflächen an, die jetzt noch übrig geblieben sind und die in nichts anderes jetzt reinpassen. Das ist nicht viel. Sie haben es bald geschafft. Falscher. Hier, da wollten wir rein. So, wir sind jetzt wieder bei unserem APA-Stil, wo wir angefangen hatten. Und gehen jetzt nochmal von oben durch, was wir noch nicht hatten. Bei About the Style brauchen Sie nur was tun. Da brauchen Sie nur was tun, wenn Sie eine Doku schreiben wollen für andere Leute, wenn der Stil nachgenutzt werden soll. Wenn Sie den Stil nur für sich selber nehmen, dann brauchen Sie hier keine Doku anfangen. Das lohnt sich nicht. Also da müssen Sie eigentlich nicht hin. Punctuation brauchen Sie ebenso wenig. Da können Sie nur zwischen Englisch und Französisch wählen. Lassen Sie es einfach, brauchen Sie nichts machen. Anonymous Works ist ganz nett. Dann können Sie hier bei Insert Text sagen, O.V. Und dann wird quasi bei einem Datensatz, bei dem Sie das Author-Feld leer gelassen haben, automatisch OV ausgespuckt. Da müssen Sie es nicht mehr selber jedes Mal in das Author-Feld eintragen. Das ist ganz nett, aber an sich auch nicht wirklich, wirklich nötig. Also wenn Sie hier nichts eintragen, müssen Sie halt selber immer schon bei dem Author-Feld was eintragen.
Page Numbers brauchen Sie normal nie. Da können Sie angeben, ob die volle Range ausgegeben wird von der Zahl oder ob da manche Ziffern, die eben gleich sind, weggelassen werden. Also hier werden dann noch zwei Ziffern übrig gelassen und da wird tatsächlich nur noch die eine Ziffer hinten übrig gelassen. Das ist im US-amerikanischen Raum ein bisschen verbreitet, aber im deutschsprachigen eigentlich überhaupt nicht. Journal Names empfehle ich Ihnen, dass Sie da auf Don't Replace stellen. EndNote kann Listen pflegen, in denen die Zeitschriften quasi tabellarisch aufgelistet sind, von wegen, das ist der volle Name von einem Journal und dann gibt es noch die folgenden drei verschiedenen Abkürzungen von dem Journal, also die Abbreviations. Und dann kann Ihnen EndNote eben intelligent ausspucken im Literaturverzeichnis, je nach Stil, den vollen Namen oder den abgekürzten Namen oder was auch immer. Das ist horrend kompliziert. Sie müssen diese Listen runterladen und pflegen und alles. Und dann müssen Sie auch noch sicher gehen, dass die richtige Abbreviation benutzt wird. Gibt alles keinen Wert, meiner Meinung nach. Sie nehmen Don't Replace, ist mein Tipp. Und tragen einfach in EndNote beim Journal den Titel so ein, wie Sie ihn gern ausgespuckt haben möchten. Und dann ist fertig. Sections gibt dann Sinn, wenn Sie mehrere Literaturverzeichnisse am Ende von jedem Kapitel quasi haben wollen, also so eine Art Sammelwerk, dann können Sie sagen, ja, ich mag nicht nur eine komplette Bibliografie am Ende haben, ich möchte gerne mein Literaturverzeichnis am Ende von jedem Abschnitt in Word. Okay, kann man machen. Und das Sonstige, was Sie jetzt hier noch haben, war komplett bezogen auf die Citations, das haben wir schon. Dann war es komplett bezogen auf das Literaturverzeichnis, haben wir schon. Und komplett bezogen auf die Footnotes, haben wir schon. Jetzt bleibt Ihnen nur noch hier Figures and Tables übrig und dann haben Sie es geschafft, dann haben Sie mich lang genug getragen. Und das Schöne daran ist, dass Sie das komplett skippen können, weil das gibt gar keinen Sinn. Figures and Tables gibt an, wie in Ihrem EndNote-Projekt. Ich gehe mal gerade in meine Bibliothek rein und tue hier mal einen Datensatz editieren. Figures and Tables gibt an, wie Sie automatisch ausgeworfen bekommen, wenn Sie Figures an Ihren EndNote-Datensatz ranhängen, hier bei Figure. Ja, aber das Feature ist nicht besonders gut, weil Sie nur einzelne Figures, also Abbildungen und so weiter, ranheften können. Da kann gar nicht unendlich viel dranhängen an diesem einzelnen Datensatz. Das heißt, werden Sie eh Ihre Abbildungen in Word direkt einfügen und dann halt die EndNote-Zitation drunter packen. Deswegen brauchen Sie jetzt nicht extra hier irgendwelche Vorgaben, wie die Figures genau ausgespuckt werden und wie die Interpunktion dann da sein soll und was weiß ich. Gibt keinen Sinn. So, das heißt, Sie haben es tatsächlich geschafft. Sie müssen jetzt Ihren Zitierstil bloß noch abspeichern. Aber das sollten Sie zwischendurch immer mal wieder machen. Das habe ich jetzt auch ein paar Mal hoffentlich klar gemacht, dass Sie es testen sollten. Nochmal wo reingehen, testen, testen, immer in kleinen Schritten. Sie können den abspeichern und dann können Sie fröhlich in EndNote arbeiten. Sie können fröhlich in Word das Ding so auswerfen lassen, wie Sie es möchten. So, zum Schluss jetzt nochmal meine Einordnung. Ist der Editor wertvoll? Ja, besonders dann, wenn Sie im Text was anpassen. Das Literaturverzeichnis ist für die meisten Leute eigentlich eher aber das ist nur ein, zwei Seiten. Das können Sie auch von Hand nachbearbeiten. Das ist nicht so schwierig. Es ist viel anstrengender, wenn Sie auf 50 Seiten jedes einzelne blöde kaufmännische Und ersetzen müssen oder so. Ja gut, das können wir jetzt noch mit Suchen und Ersetzen dann nachher machen. Aber es gibt einfach Sinn, dass Sie die Zitation im Fließtext sauber haben, dass die passt. Und die ist von der Syntax normal auch so einfach, dass da nicht viel zu tun ist. Und dafür gibt EndNote Sinn. Wenn Sie nicht klarkommen, dann nochmal jetzt einfach das Angebot, schreiben Sie einen YouTube-Kommentar. Ich kriege da ja eine Mail und dann kann ich darauf antworten. Und wir kriegen das auf jeden Fall hin. Das war's, das habe ich alles gemacht. Jawohl, habe ich nichts vergessen. Gut. Ja, war jetzt wieder so ein längeres Video, aber ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht. Fragen in die Kommentare und sonst Ihnen einfach viel Erfolg. Vielen Dank.